Hallihallo und herzlich willkommen bei diesem kleinen, aber feinen I Show You. Ja, es geht um eine Art kleines Browserspiel, was eigentlich weniger ein wirkliches Spiel ist als ein Langeweile-Vertreib-Game, wie auch immer. Also es ist, für mich finde ich das extrem lustig, es ist ein, es beschäftigt einen schon eine Zeit lang, auch wenn es irgendwie ein bisschen vom Konzept her, sag ich mal, einfach ist und man könnte es auch sagen, so WTF. Also das Ding heißt auf jeden Fall Cookie Clicker, zumindest aktuell. Das ist erreichbar unter dieser URL hier oben. Die werde ich auch nochmal in die Beschreibung posten. Das wird aktuell sogar noch entwickelt. Es gab sogar heute ein kleines Update, was ein paar Sachen noch eingebaut hat, wie zum Beispiel, dass man ein Safe Game exportieren und importieren kann und so weiter. Nun aber, worum geht's hier drin eigentlich? Oh, jetzt hat er übrigens auch gespeichert. Was bringt jetzt nur leider noch nicht so viel. You feel like making cookies, but nobody wants to eat your cookies. Also es geht um Kekse, grob gesagt. Es geht darum, dass ich hier auf diesen Keks klicke. Ja? Und dann sammle ich hier oben in der linken oberen Ecke Kekse. Oder Kekspunkte oder Geld, was auch immer. So, das ist eigentlich schon das Grundkonzept dieses Spiels. Aber das ist noch nicht alles. Nein, nein. Denn es gibt auch noch einen Store. Der ist hier rechts erreichbar. Wenn man genug Kekse hat, kann man sich ein paar Gehilfen kaufen, wie zum Beispiel den Cursor. Der Cursor ist ein Mauscursor, der einmal alle 5 Sekunden auf den Keks klickt. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier warte, wird der mir ganz langsam, aber sicher einen gewissen Zuwachs an Geld einbringen. So, das Ganze werden wir jetzt mal ein bisschen beschleunigen und wir werden uns noch einen Cursor kaufen. Dann kriegen wir nämlich alle 2,5 Sekunden eins, dann die Abwechslung wechseln sich immer so ab. Also das ist schon so gemacht, dass man regelmäßig Einkommen bekommt und nicht einmal auf einen Schlag quasi alles, was man hier gekauft hat. Man kann von den Dingern, soweit ich weiß, so viele kaufen, wie man möchte. Allerdings bringen die eben wirklich nur einmal pro alle 5 Sekunden einen Keks und das wird auch immer teurer. Das habt ihr gesehen, ich glaube am Anfang waren es 15 Kekse, danach mehr und jetzt sind es schon 21 Kekse, die man ausgeben muss hier, um einen solchen Cursor zu kaufen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt nochmal und gehen auf die 24. Die geben wir noch aus und dann sparen wir jetzt mal auf das nächste große Hilfsupdate, sage ich mal, denn es gibt ja noch mehr Sachen als nur den Cursor, den wir uns hier kaufen können. Vielleicht könnt ihr es ja sogar schon lesen, wer weiß. Wir kaufen uns auf jeden Fall eine Oma, eine nette Oma, die auch Kekse backt. Diese produziert alle 5 Sekunden 4 Kekse. Das seht ihr an diesen Zahlen, die hier so schön aufsteigen. Das ist wirklich extrem geckig gemacht, finde ich. Und dann gibt es eben noch viele weitere Updates. Ich werde jetzt mal einfach noch ein wenig hier diesen Keks malträtieren, um noch eine Oma zu kaufen. Auch davon kann man, glaube ich, Unmengen kaufen. Bei der Oma gibt es noch aber eine Besonderheit, die ist zumindest mir und einem Kumpel beim Spielen aufgefallen. Beziehungsweise eher Joni als mir. Wenn ich jetzt noch eine Oma hole, wie auch immer. Auf jeden Fall, da wird sich noch was ändern, das kann ich euch gleich zeigen, denn ich möchte euch jetzt auch noch diese anderen Dinger zeigen. Und dazu mache ich dann mal eben einen kleinen Cut. Ja, so, hier bin ich wieder. Ich habe mal ein bisschen was gemacht, um euch ein bisschen was zu zeigen. Und zwar gibt es zum einen, dass die Omas hier golden werden. Das, bringt den Vorteil, dass jede plus 8 pro für alle 5 Sekunden produziert. Ich weiß nicht, wann das genau passiert. Das könnte ich im Quellcode nachgucken, aber das will ich gar nicht. Probiert es einfach aus. Das ist so ein kleiner Tipp, den ich noch habe. Ein paar mehr Omas kaufen, dann bringen die mehr. So. Dann gibt es noch eine Fabrik. Eine Fabrik produziert große Mengen an Cookies, steht hier links. Und diese produziert tatsächlich 20 pro Sekunde. Die sind natürlich aber auch schon um einiges teurer, ne? Mit jetzt zum Beispiel bei meinem Stand der Entwicklung sind es 2100 Cookies, die ich dafür ausgeben muss. Natürlich habe ich auch noch mehr Cursor gekauft und sowas. Hier haben wir dann noch Mine, also Minen. Die minen auch Sachen aus und zwar irgendwie auch irgendwie Cookie-Zeug. Und die bringen 50 pro alle 5 Sekunden. Dann gibt es Raumschiffe, die bringen frische Cookies vom Planeten der Kekse, also vom Cookie-Planeten im Prinzip. Ne, die bringen 100 pro alle 5 Sekunden.
Zumindest glaube ich, dass es alle 5 Sekunden sind. Ich gebe mal gerade noch ein bisschen Geld aus. Hier bei meiner Auflösung, die ich gerade für dieses Video hier eingestellt habe, ragen meine Omas übrigens jetzt schon hier in das Shopfeld hinein. Ich glaube, das Ganze wird auf Full HD, also 1080p, programmiert. Da sieht es zumindest ordentlich aus. Ich weiß nicht, wie das hier ist oder wie das bei anderen Auflösungen aussieht. Müsste dann mal ausprobieren. Aber das ändert im Prinzip nicht viel. So, dann nach den Schiffen gibt es die Alchemielabore. Die werden auch schon verdammt teuer. Und diese verwandeln ja Gold in Cookies, also Gold in Kekse. Also das Gegenteil von dem, was die Alchemie eigentlich immer wollte, nämlich aus irgendwelchen Sachen Gold herstellen. Beziehungsweise hauptsächlich, glaube ich, aus Blei oder wie auch immer. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die produzieren dann 500 alle 5 Sekunden. Bei Vieren ist es natürlich so, dass ich alle 1,25 Sekunden 500 bekomme. Und als allerletztes, das kostet bei dem ersten Kauf 1 Million Cookies. Das ist dann das Portal. Das öffnet eine Tür in das Cookie-Versum, beziehungsweise auf ganz komplett Deutsch dann das Keks-Versum oder so. Und das bringt sage und schreibe 6666 Cookies pro 5 Sekunden. Ja, das Ganze ist eigentlich recht nett gemacht, es ist ziemlich simpel, aber es macht irgendwie ungemein Spaß, auch wenn man einen Zeitvertreib braucht oder sowas. Einfach mal das spielen und versuchen, sich immer höher zu leveln, hier einen immer höheren Input zu bekommen an Keksen, um sich bessere Sachen leisten zu können. Ich persönlich habe aufgehört, als ich das erste Portal hatte, weil ich habe dann nichts mehr zu erreichen hatte im Prinzip. Allerdings kann ich euch verraten, dass es tatsächlich noch hier diese Meilensteine gibt und ab einem gewissen Zeitpunkt passiert noch was. Das kann ich euch verraten, eine Kleinigkeit, die ist recht witzig. Und irgendwann kommt auch so eine Nachricht wie, jetzt ist es mal gut, jetzt hör mal auf mit Spielen, so in der Richtung. Wenn ihr so weit kommen wollt, könnt ihr es gerne versuchen. Ansonsten ist es halt ein nettes Zeitvertreibspiel. Das kann ich eigentlich nur empfehlen, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil man dann halt später hier nicht mehr selber rumklicken muss, weil die Dinger genug produzieren. Dann ist es halt wirklich so eine Wartesache oder sowas, die kann man sogar mal dann eben nebenbei laufen lassen und immer wieder reingucken. Dabei müsst ihr nur beachten, ihr dürft das Fenster nicht minimieren, weil dann läuft das nicht mehr weiter. Das sind alles so Tipps. Und dann alle Arbeitgeber, die das sehen, also wenn ihr in den Startphasen mal so schnelleres Klicken hört, dann wisst ihr, um welches Spiel es sich handelt. Aber wie gesagt, das Ganze ist nur in der Startphase verdächtig. Danach könnt ihr das nebenbei weiterlaufen lassen oder ähnliches. Dabei möchte ich niemanden dazu anstiften, das während der Arbeitszeit zu spielen, aber nun ja. Dafür sind solche Spiele, glaube ich, gemacht worden. Oder vielleicht sogar während der Arbeitszeit, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Link in der Beschreibung, wer es sich gerne mal angucken möchte. Das ist einfach nur so ein Experiment, glaube ich, ist es als Spiel. Es wird auch noch weiterentwickelt, da sollen noch ein paar Updates kommen. Beziehungsweise ich glaube ein großes Update ist irgendwie versprochen, zumindest steht das hier unten in dem Change-Dingens. Aktuell gibt es ein paar Serverprobleme, zumindest gerade aktuell, als ich das aufgenommen habe, hatte ich ein paar Fehler immer wieder mal, da musste ich ein bisschen hin und her switchen. Und ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Dann am Ende möchte ich euch noch aufklären, dass ich diese Aufnahme natürlich mit Cheaten gemacht habe, weil ich keine Lust hatte, das bis hierhin zu spielen, um euch das zu zeigen. Das tut mir leid, aber das habe ich schon mal bis dahin gespielt, das kann bezeugt werden, aber es ist jetzt nicht so notwendig. Aber auf jeden Fall, so sieht das Spiel aus, so funktioniert es. Das sind die Ziele, ich glaube, das habe ich alles gesagt. Ansonsten wünsche ich euch eventuell viel Spaß damit, ansonsten sehen wir uns. Bis dann!